Ich zahle doch normalerweise einen riesen Aufpreis dafür. Gut, jetzt könnte der Nächste wieder sagen, ja, das ist ja sowieso immer dabei. Ja, ist doch geil. Ah, so, hallo und herzlich willkommen bei Zum Glück gespart. Mein Name ist Christian und wir sprechen heute mal über die positiven Tesla-Dinge, die ich in den letzten 8 Monaten erleben durfte. Und wo ich einfach drüber sprechen möchte, es ist mir ein besonderes Bedürfnis, diese Dinge hervorzuheben. Und darüber geht's in diesem Video. Viel Spaß dabei! Also gerade Tesla ist ja eine Firma, die wirklich immer im Internet und überall in sämtlichen Medien kontrovers diskutiert wird. Und man muss einfach mal ganz ehrlich sagen, auch Tesla ist nicht perfekt. Das gebe ich auch offen zu. Ist mir auch völlig egal. Also eine Automarke muss auch nicht komplett perfekt sein, aber mir gefällt sie und es gibt ganz, ganz viele Punkte, die mir hier sehr gut gefallen. Die möchte ich euch jetzt mal erzählen. Und es gibt aber auch immer wieder negative Punkte, gerade bei einer Firma, die ja neu ist, frisch ist, revolutionär sein möchte. Da kann halt nicht alles perfekt laufen. Aber es gibt ganz viele Punkte und die besprechen wir jetzt mal, die finde ich super starten. Denkt doch nur mal zum Beispiel gerade bei E-Autos an die Ladeinfrastruktur. Wie sieht es denn da wirklich aus? Also wir haben EnBW, wir haben Ionity, wir haben verschiedenste Anbieter quasi, die auch jetzt langsam aufrüsten mit ihren ganzen Ladestationen. Aber guckt euch mal bitte das Tesla-Netz an. Ihr könnt also schnellladertechnisch europaweit überall hinfahren, ohne Probleme, müsst euch keine Gedanken machen. Und das ist einfach mega. Ja, also ein wirklicher extremer Kaufgrund, warum ich mich für Tesla entschieden habe, ist, weil ich ein bequemer Mensch bin und mich nicht mit zig Sachen auseinandersetzen möchte. Habe ich jetzt die richtige Ladekarte irgendwie in der Tasche? Keine Ahnung, wo muss ich hinfahren? Wie viel muss ich da jetzt bezahlen? Bei Tesla weiß ich einfach, okay, es kostet das und das. Ich werde mit dem Navi da und da hingesteuert. Dann lade ich, das geht ruckzuck und dann bin ich fertig mit der Geschichte. Es ist einfach bequem. Es ist gut ausgebaut und meiner Meinung nach sind die weit, weit vorne zu allen anderen Herstellern. Gerade in Bezug auf die Ladeinfrastruktur würde ich ganz gerne mal wissen, wie ihr dazu steht und schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. So, dann ist es ja so, wie ich gerade schon gesagt habe, läuft nicht immer alles perfekt. Also man muss immer ganz klar sagen, wenn man was Neues ausprobieren möchte, dann kann das ja auch mal in die Hose gehen. Nur jetzt ist es ja bei Tesla so, dass ich nicht für jeden Fehler, den die oder für jeden Fehler, den die machen, wieder in die Werkstatt fahren muss und alles ändern muss. Nein, ich kann das über ein Update einfach von zu Hause übers WLAN machen. Gar kein Problem. So, kurz nochmal die Werbung in eigener Sache. Denkt bitte doch einmal an die kleinen Mini-Kanäle, die quasi auf viele Abonnenten angewiesen sind oder beziehungsweise auf mehr Abonnenten. Ihr schaut zwar fleißig schon meine Videos, das freut mich auch tierisch, aber abonniert doch auch unten den Kanal. Würde mich freuen. Ja, also, wo liege ich gerade bei knapp über 100 Abonnenten? 1000 wäre doch mal nicht schlecht. Ach so, noch was. Falls ihr noch einen Anbieter sucht, für eure eingesparten CO2-Emissionen, und zwar wo ihr noch garantiert 400 € bekommt, dann könnt ihr das bei Geld für E-Auto machen. Und zwar könnt ihr dafür unten aus meiner Videobeschreibung meinen Link benutzen. Wie ihr sicher aus den anderen Videos vielleicht schon wisst, kriege ich dafür als Freundebonus 50 €. Ich habe zwar keine Kooperation, muss man so auch gar nicht haben. Aber ich würde, wenn ihr über meinen Link das entsprechend macht, 50 € als Freundebonus erhalten, wenn ihr euch komplett registriert habt. Und ich würde euch dann, wenn die ganze Abwicklung vollzogen wurde, 25 € davon zurücküberweisen. Gebt mir einfach nur in meiner E-Mail-Adresse eure Kontaktdaten an. Das wäre sehr nett. Würde mich freuen und kleine Kanäle können mit sowas schon ja, sehr gut weitermachen. Also der nächste positive Punkt für mich auf jeden Fall die regelmäßigen Updates. Das Auto wird immer wieder weiter verbessert. Wenn mal ein schlechtes Update kommt, wo man quasi etwas verschlimmbessert, dann reguliert man das wieder. Also Tesla hört ja auch zu, was die Leute sagen. Ja, also man kriegt ja auch relativ schnell mit, wenn etwas nicht so gut ankommt, wie zum Beispiel dieser Fernlichtassistent, der kam ja auch nicht so super an, der wurde sofort nachgebessert. Ja, also es läuft doch. Ich finde das super positiv, immer wieder einfach ein neues Update zu bekommen und dann wieder auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. So, und jetzt könntet ihr ja auch sagen, wofür brauche ich eigentlich den ganzen Quatsch? Da habt ihr wahrscheinlich vollkommen recht. Ein Furzkissen braucht wahrscheinlich kein Mensch. Aber jetzt mal ohne Witz, welche Dinge im Leben braucht man denn wirklich, die auch total Bock machen?
Meistens sind es doch die Dinge, die totalen Spaß machen, die total unwichtig sind und die man eigentlich nicht braucht, aber die das Leben einfach verschönern. Ich fahre hier quasi mit einem fahrenden PC durch die Gegend. Das ist doch mega. Ja, schaut euch doch mal an, was Tesla alles zu bieten hat. Also alleine, wenn ich mir diese ganzen Menüpunkte hier anschaue, ja, also ob das jetzt Spielekiste ist, der Kalender, die Energieanzeigen, die Dashcam, Spotify, Bluetooth, Radio, Karaoke. Hier gibt es ja tausend Dinge. Also ich weiß ja bis heute nicht, was das Auto wirklich alles kann. Ja, und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und es kommt immer wieder was Neues dazu. Ich finde es einfach nur der Wahnsinn. Ja, alleine die Energieanzeigen, die ich da habe. Also Tesla ist ja meiner Meinung nach sowas von revolutionär, was die Einstellung angeht, was den Verbrauch angeht, was ich auch kontrollieren kann, die Tipps, die man während der Fahrt bekommt, ja, also wie viel Grad man zum Beispiel die Klimaanlage einstellen soll, was jetzt wirklich hier gerade im Standby-Modus verbraucht wird, was während der Fahrt verbraucht wird, das kann ich hier alles sehen. Ich kann mir Durchschnittsverbräuche ansehen. Ich kann genau sehen, wenn ich Gas gebe, wie viel ich da verbrauche, mein Durchschnittsverbrauch nach 50, 25 und 10 Kilometern, gut, das kann jedes Auto wahrscheinlich. Aber trotzdem, also hier gibt es so viele Punkte zu erleben und zu entdecken. Das ist einfach nur für mich der helle Wahnsinn. Und es freut mich auch immer wieder, in dieses Auto einfach einzusteigen. Mir macht es Spaß, ja. Also ihr merkt vielleicht, ihr hört vielleicht an meiner Stimme, ich bin wirklich begeistert von der Technik, die hier drin steckt. Und ich gebe aber auch offen zu, dass es immer sicherlich Punkte gibt, die nicht so toll laufen, die erstmal wieder entwickelt werden müssen, die ja auch ja getestet werden. Ja, ich kann ein Lichtspektakel wählen, ich kann die Boombox anschalten, ich kann verschiedene Furztöne machen, ich kann eine Ziege imitieren, ich kann applaudieren, ich kann eine altertümliche Hupe machen, ich kann eine Münze werfen und was auch immer ich noch kann. Ich kann mir hier romantisches Kaminfeuer auf dem Bildschirm rufen. Ich kann zig verschiedene Sachen machen. Ich kann selbst den Mars besuchen. Ich kann Santa Claus hierher holen. Ich kann alles in Regenbogenfarben auf dem Display machen. Also, was soll ich sagen? Es macht einfach nur tierisch Spaß, sich hier durch diese ganzen Menüpunkte zu klicken. Nicht, weil man es unbedingt braucht. Nein, weil es eine Unterhaltung ist. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Laden, ja? Das Laden, diese 20 Minuten, wo ich über irgendwo stehe und laden muss, ja, mein Gott, da komme ich doch niemals durch diese ganzen Menüpunkte durch, ja? Also Wahnsinn. Tesla, das macht ihr mega, mega gut. Mehr davon, mir gefällt's. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zu den ganzen Standardeinstellungen, wo ihr zum Beispiel Licht, den Spiegel, euer Lenkrad oder den Scheibenwischer einfach einstellt. Eure Fahreigenschaften, wie ihr beschleunigen wollt, wie euer Lenkmodus sein soll, wie eure Rekuperation sein soll. Dann die Einstellung zum Laden, die Autopilot-Einstellung, die Zentralverriegelung, die Beleuchtungseinstellung, ob euer Display hell oder dunkel sein soll oder automatisch. Ja, und dann alles, was mit dem Thema Service und Pflege zu tun hat, ob das der Luftdruck ist, den ihr kontrollieren könnt und einstellen könnt, wie hoch der sein soll. Und vieles, vieles mehr. Oder noch so ein kontroverser Punkt. Ganz viele Leute schreiben mir oder sagen es auch, dass Tesla eigentlich überhaupt keine gescheite Ausstattung hat. Ja, jetzt mal ganz ohne Witz. Also sehe ich das komplett falsch? Sehe ich das so verkehrt? Schreibt es mir von mir aus in die Kommentare rein. Bleibt aber dabei bitte höflich. Wir sind alle höfliche Menschen, hoffe ich. Und überleg doch mal, welcher Hersteller hat denn serienmäßig elektrische Sitze? Wer hat das? Ja, normalerweise habe ich immer einen Aufpreis dafür. Welcher Hersteller hat bitte ein so schönes, großes Panoramadach? Sei es jetzt beim Model 3 oder beim Model Y. Das ist einfach geil. Ja, ich gucke hier raus. Ich sehe nachts die Sterne. Ich sehe am Tag einen Vogel. Super geil. Für die Kinder ist es schön. Ich gucke da gerne raus. Es gibt ein anderes Raumgefühl. Ich zahle doch normalerweise einen riesen Aufpreis dafür. Gut, jetzt könnte der Nächste wieder sagen, ja, das ist ja sowieso immer dabei. Ja, ist doch geil. Ich habe eine Sitzheizung auf allen Sitzen. Ich habe quasi bei einem Elektroauto immer eine Standheizung dabei. Ich habe eine elektrische Heckklappe. Mein Schrank öffnet sich elektrisch quasi. So und mega revolutionär ist doch in meinen Augen wirklich der Wächtermodus. Der verbraucht zwar im Standby relativ viel,
Aber welches Fahrzeug hat diese Überwachung? Man muss sich doch keine Gedanken machen. Ich kann ja sogar mit den Leuten sprechen, obwohl ich gar nicht in der Nähe bin. Ja, ich kann hupen, ich kann eine Lichthupe machen, ich kann hinter mir alles anschauen, was ums Auto so passiert ist. Also das ist doch der Wahnsinn. Was geht mit Tesla? Ja, ich verstehe es gar nicht. Warum machen das nicht alle so geil, ne? Ich kann live sehen, was an meinem Fahrzeug passiert. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, die App. Ich öffne und schließe mein Fahrzeug einfach mit meinem Handy, wenn es verbunden ist. Okay, es gibt erstmal standardmäßig keinen Schlüssel, sondern nur eine Karte. Ja, und mein Gott, die Karte habe ich eigentlich noch nie benutzt. Ich habe also wirklich immer mein Smartphone dabei. Ja, das ist immer geladen. Da kann keine Batterie alle gehen. Ja, also ich habe es ja schon mal erwähnt in dem vorletzten Video, wie das so mit Autobatterien sein kann. Ich kann über die App das Licht anmachen. Ich kann über die App schon mal vorheizen. Ich kann über die App die Klimaanlage schalten. Ich kann über die App den Kofferraum auf und zu machen. Ich kann über die App einen Biowaffenmodus einstellen. Ich kann über die App sämtliche Punkte sehen, die ich auch eigentlich im Fahrzeug sehen kann. Ich kann selbst den Luftdruck überprüfen. Ich kann sehen, wie meine Frau gerade am Fahren ist. Ich sehe sofort, wie viel kmh sie fährt. Ich sehe, wo sie fährt. Ich kann alles überwachen. Also Freunde, ich bin für Kritik grundsätzlich immer zu haben. Jeder darf eine freie Meinung haben. Jeder darf das Auto kaufen, was er gerne möchte. Und das ist auch gut so, weil es gibt ganz, ganz viele tolle, neue Elektroautos, die auf den Markt kommen. Ich bin jetzt nicht mehr so der Freund von Verbrennern. Das habe ich in dem einen oder anderen Video auch schon erklärt, warum das so ist. Aber jeder kann das tun, was er möchte. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß, einen schönen Tag noch und alles Gute, euer Christian.